Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr riesen Spaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Hallo Kinder! Hallo Mama! Oh, eine Eisbahn! Platz da, jetzt komm ich! Oh ja, jetzt du! Und los geht's! Ach, nicht so schnell, Mama! Zum Schlittern brauche ich eher eine ganze Schlittschuhbahn! Kannst du denn Schlittschuh laufen? Hey, Jakob! Das ist zwar schon lange her, aber das verlernt man nicht. Oh, kannst du mir das zeigen? Du willst Schlittschuh laufen? Mhm. Achtung, jetzt komme ich! Haha, weg da! Juhu! Haha, nochmal! Oh, gehen wir mal zum Schlittschuh laufen? Ja, na gut. Hurra! Wow, super schnell. Hurra laufen! Ui, ich bin schon so gespannt. Hoffentlich haben die rote Schlittschuhe. Mal sehen. Wir fragen einfach. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Zweimal bitte. Und Schlittschuhe leihen wir auch noch aus. Sehr gerne. Ein Erwachsener, ein Kind und zweimal Schlittschuhe. So, bitteschön. Ihr Wechselgeld. Danke sehr. Schlittschuhe bekommen Sie drinnen an der Ausgabe gleich rechts. Okay, prima. Bye. Na komm, Conny. Wo steckt ihr? Ich bin auch gleich da. Ich habe den Bus verpasst. Ihr habt eigene Schlittschuhe. Naja, ich habe doch auch keine eigenen. Wir probieren jetzt, ob es uns wirklich Spaß macht. Und wenn wir dann öfter fahren, dann lohnt es sich auch, welche zu kaufen. Hallo. Hallo. Ich möchte bitte eine Eintrittskarte. Moment, ich muss mein Geld suchen. Okay. Oh, bitteschön. Danke sehr. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Guten Tag. Na, was darf's denn sein? Ich möchte gerne rote Schlittschuhe. Oh, das tut mir leid. Wie du hier siehst, haben wir nur weiße oder schwarze. Oh, schade. Oh, ich hätte gerne weiße in 40. Und welche möchtest du? Auch weiße? Mhm, okay. Und ein paar in Größe 30, bitte. Sehr gerne. Hab ich schon Größe 30? Nicht ganz, aber wir haben dicke Socken dabei und dann ist es besser, wenn man größere nimmt. Aha. So. Mhm. Das geht ein bisschen schwer. Gut, fest. Und? Passen die oder drückt es irgendwo? Drückt nicht, aber das ist so hart. Ganz anders als in Schuhen. Ja, aber dafür sitzt der Fuß fester. Komm, steh mal auf. Mhm. Oh, und jetzt aufs Eis? Mhm. Ich zieh mir nur noch meine Schlittschuhe an. Vorsichtig, Conny, ganz langsam. Die können alle schon ganz schön gut laufen. Die meisten schon. Aber sieh mal, das Mädchen da hinten. Das übt auch noch. Ja. Schlittschuhlaufen ist ein bisschen wie Rollschuhfahren. Sieh mal so. Du musst die Füße von innen nach außen schieben. Komm, wir versuchen es mal zusammen. Okay. So, von innen nach außen. Vorsicht. Ja, klasse. Fürs allererste Mal schon richtig toll. Wollen wir mal eine Runde versuchen? Ja, gerne. Ja, trau dich nur. Das sieht doch schon sehr gut aus, Conny. Wunderbar. Die Füße gleiten von innen nach außen. Die Beine müssen nur ganz leicht auseinandergehen. Auf
Vorsicht. Ich fahr hin. Nein, keine Sorge. Ich halte dich fest. Puh, das war knapp. Wie geht das denn richtig? Das war schon sehr gut. Du hast die Füße auch richtig bewegt. Aber eine einzige Sache fehlt noch. Was denn? Ich zeig's dir am besten. Zuerst mache ich es so wie du, okay? So, so und so. Siehst du? Genau so ist mir das auch passiert. Ja, weil man die Füße nämlich abwechselnd hochheben und wieder zusammenbringen muss. Also, leicht anheben und die andere Seite ebenso. Und hin und her. Das kann ich nicht. Das schaffst du schon. Ich habe genauso angefangen. Aber weißt du, was mir richtig Spaß gemacht hat? Stell die Füße mal nebeneinander und drück deine Beine mal ganz fest durch. So? Und jetzt komm. Ui. Das geht doch. Ja, das ist toll. Geh mal leicht in die Hocke. Super, das ist toll. Schön, klasse. Das machst du prima. Was ist denn, Conny? Hallo. Hallo. Ich bleib hier stehen. Hallo. Du übst ja auch ganz fleißig. Ja, heute zum ersten Mal. Und es klappt auch schon ganz gut. Komm, wir machen mal Platz für... Conny. Für Conny. Ich lass den Rand aber lieber nicht los. Aber Nina, du könntest doch... Naja. Ui. Vorsicht! Nein. Oh je! Alles in Ordnung, Conny? Naja. Also, Conny hat es versucht. Das finde ich sehr mutig. Komm, ich helfe dir. Vielen Dank. Hast du dir wehgetan? Nein. Na, dann noch viel Spaß beim Üben. Ja, danke. Euch auch. Oh, guten Morgen. Oh, guten Morgen. Ich habe vielleicht einen Muskelkater. Ja, genau so, Jakob. Immer von innen nach außen. Ui. Papa. Ups. Ja. Üben wir heute weiter? Hast du denn keinen Muskelkater? Nö, gar nicht. Tut mir leid, ich kann nicht Schlittschuh fahren. Ich muss mit Jakob den Schlitten reparieren. Oh ja, Schlitten fahren! Kann ich auch nicht so schnell? Nein, warte noch. Gleich geht's. Ich versuche es halt mal ganz allein, okay? Du bist doch auch gestern schon allein gelaufen. Ja, aber... Hier bin ich. Oh, das macht Spaß. Ja. Aber heute mache ich es besser. Ja gut, dann mal los. Wenn man es einmal lernt, einfach, dann klappt das auch. Schön wär's. Ah, hallo. Hallo. Super. Aber bremsen müssen wir noch üben. Aber jetzt kann ich erst mal am Rand stoppen, oder? Ja, wenn du meinst. Hallo, ich bin Jens. Also, ich glaube, wir werden uns hier noch häufiger sehen, was? Tja, das denke ich auch. Ich bin Annette. Conny redet von nichts anderem mehr als vom Schlittschuhlaufen. Bestimmt ist nächste Woche der Teich im Stadtpark zugefroren. Oh, ich kann nicht rennen. Conny, halt ein! Nina! Conny! Oh, weia. Ihr seid ja ein gutes Team. Das war perfekt. Ja, ihr seid ja schon fast Profis. Wir gehen nächste Woche vielleicht auf den Stadtparksee laufen. Oh, Mama, wir auch. Na, wenn du willst. Aber ich habe keine Schlittschuhe. Na ja, mal sehen. Wir sind da schon ein paar Mal im Winter. Oh, Mama, meine Schlittschuhe sind so schön. Die ziehe ich nie wieder auf. Ja, das sind sie. Wir gehen schon mal Schlitten fahren. Ja, juhu. Okay, wir kommen gleich. Hallo zusammen. Ah, hallo, Jens. Hallo, ich bin Jens, Ninas Papa. Hallo, ich bin Jürgen und das ist Jakob. Hallo. Wir beide hier sind eher Schlittenfans. Hallo.
Da seid ihr ja. Ich hab schon so auf dich gewartet. Na, Jakob, soll ich dich einmal ziehen? Mhm. Über das Eis vielleicht? Ja, das ist doch super. Dann pack ich schon mal das Picknick aus. Oh ja, übers Eis. Guck mal, Nina, meine neuen Schlittschuhe. Boah, die sind ja echt klasse. Aha. Ich will aber ihr lauft ja schon wie Eisprinzessinnen. Na, und wie wär's mit Stoppen? Das geht doch schon. Guck mal. Bleib da, ich komm auch. Juhu! Ich trau mich nicht, Conny! Lena! Ups! Na, nochmal alles gut gegangen? Super, aber das mit dem Bremsen. Das üben wir noch, oder? Aber wieso? Nina kann doch immer bei mir stoppen. Ja, genau. Ja.